Und nun komme ich zum Eigentlichen. Sehen Sie, also meine Begegnung mit der Staatspolizei. Ich kam natürlich in lebhafte Berührung mit der geheimen Staatspolizei, weil ich Jugendpfarrer in Essen war. Ich hatte ein großes Clubhaus, in dem hunderte von jungen Burschen zwischen 14 und 20 Jahren sich sammelten. Das steht wieder aufgebaut und die Arbeit blüht heute noch in Essen. Heißt nach einem Gründer der Arbeit Weiglerhaus. Direkt beim Essener Hauptbahnhof, kommen Sie mal nach Essen besuchen, das Weiglerhaus. Sonntagnachmittags waren da 700, 800 junge Burschen, 16, 17, 18 Jahre, unter Gottes Wort. War ein großes Rahmenprogramm, aber es gab keinen, der nicht in den ersten 3 Minuten erfuhr, dass wir überzeugt sind, dass ein Leben ohne Jesus kein Leben ist, sondern Tod. Und das war natürlich ärgerlich, so eine Arbeit. Die Nazis sagten, wenn so ein Pfarrer einen Mütterchenverein hat, lass ihn. Das stirbt aus. Aber hier hunderte von jungen Burschen, das war eine schlechte Sache. Und da, schon im ersten Jahr, als wir es mit der Staatspolizei noch gar nichts zu tun hatten, gab es schon gefährliche Reibungen zwischen meiner Arbeit und der Partei. Trotzdem eigentlich, also wir waren noch erlaubt, wissen Sie, es gab keinen Grund für Reibung. Aber Sie waren da. Woran entstanden Sie? Sie entstanden an der Grundfrage der damaligen Zeit. Nun passen Sie gut auf. Wer hat eigentlich über unser Gewissen zu verfügen? Die jungen Burschen, die in mein Weilhaus kamen, in mein Jugendhaus, die waren gelehrt, dass unser Gewissen gebunden werden muss ans Wort Gottes. Luther sagt auf dem Reichstag zu Worms, mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Lassen wir es etwas ausführlich erklären. Sehen Sie, haben alle ein Gewissen, jeder. Das heißt, wir wissen alle, es gibt Gut und Böse. Aber wer bestimmt denn, was gut ist und was böse ist? Nach welchem Herrn richten Sie sich denn? Wer verfügt denn über Ihr Gewissen? Die öffentliche Meinung oder Ihre Arbeitskollegen, etwa in sexuellen Fragen, ja, oder im Umgang mit Geld oder mit der Wahrheit, mit Lügen. Wer hat denn dazu sagen, was gut ist und was böse ist? Luther sagt, mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Mein junger Kerls hat gelernt, der Herr Jesus muss über mein Gewissen verfügen. Und nun kam der Staat mit der Partei, der Nazi-Partei, und sagten, wir sagen, was gut und was böse ist. Verstehen Sie, gleich von Anfang an war hier der Griff ins Innerste des Menschen. Begreifen Sie das? Ins Innerste des Menschen. Die Partei bestimmt, was gut ist. Das gibt ganz praktisch Reibungen. Meine jungen Burschen gingen sonntagmorgens in die Kirche. Denn es ist ein Gebot Gottes, du sollst den Feiertag heiligen. Ich habe ihnen gesagt, ihr braucht nicht in meinen Jugendkreis kommen. Das ist kein Gebot Gottes. Aber ob ihr in die Kirche geht oder nicht, das ist Gebot Gottes. Und dann gingen sie. Und nun setzte die Schule etwa sonntagmorgens um 8 Uhr ein Marsch an mit der Hitlerjugend. Da standen die jungen Burschen und erklärten, pardon, wir gehen in die Kirche. Es hat mich damals ungemein gepackt, wie meine jungen Kerle an solchen ganz kleinen Fragen schon begriffen, man muss von Anfang an Gott gehorsam sein. Oder etwa, nicht wahr, ein Schullandheim. Da übernahm die Hitlerjugend dann sofort die äußere Gestaltung. Da gab es ein Tischgebet, das hieß so: Lieber Herr Jesus, bleib uns fern, wir essen ohne dich ganz gern. Amen. Das war das Tischgebet der Hitlerjugend. Dann
Was macht man jetzt? Dann standen da und dort meine jungen Burschen auf und sagten, erlaubt, wir kommen nach diesem Tischgebet. Wir hören diese Lästerung nicht an. Das ist Dienst, dass ihr hier seid. Verstehen Sie, es kam sofort an solchen kleinen Stellen zum Konflikt. Ich könnte Ihnen also 100 Dinge, aber das wird es lang aufhalten. Sind wir eigentlich aus der Situation heraus, liebes junges Volk, kommen wir nicht eigentlich im ganzen Leben permanent in die Situation, dass hier ein Gebot Gottes steht und da die öffentliche Meinung oder die Zeitgeist, wem wollen Sie Ihr Gewissen anvertrauen? Sagen Sie das, darüber müssen Sie klar sein. Sehen Sie, darum sage ich, wie kann ein Mensch leben ohne Gott? Ich weiß, dass Gott sehr unerkennbar ist. Aber er hat den Himmel zerrissen, ist in Jesus zu uns gekommen. Dieser Jesus ist die größte Dynamis, die größte Gewalt dieser Erde. Er ist am Kreuz für uns gestorben, er ist von Toten auferstanden, er ist unter uns. Dem habe ich mein Gewissen gegeben, der darf mich beherrschen. Sie müssen sich entscheiden, wen Sie über Gewissen verfügen lassen. Wenn mir einer sagt, ich weiß von alleine, was gut und böse ist, sage ich, hier. Das ist ein Gäste ohne Worte. Es verfügt jemand über unser Gewissen, wissen Sie? Es verfügt jemand darüber. Und das gab also die ersten großen Konflikte, die Frage nach dem Gewissen. Und sehen Sie, das Zweite, was wir im ersten Jahr lernten, wie unvorbereitet wir auf solch eine Zeit waren, wie hilflos wir selber waren, was eigentlich zu tun ist.